Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Guck mal, wie dieses süße kleine Viech hier. Nein, es ist weg. Da. Guck mal, wie flauschig es ist. Und es macht so cute Geräusche. Greifst du mich denn an? Nee. Das ist nur noch friendly. Wie heißt du? Kapitinger? Kapitinger. 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 Voll süß. Ja, okay, da sind die wieder am Kämpfen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Du machst mir ein bisschen Sorge hier, mein Freund. Weißt du das? Du drehst dich jetzt wahrscheinlich genau zu mir um. Werden sterben. Oder auch nicht. Got a rare doodah right here. Wonder what's inside. Sehr gut. Geh weg. Ja. Sehr gut. Ach, da ist er wieder gespawnt. Ja, der ist tatsächlich auch wieder Elite. Ich glaube, dann gibt es wirklich halt so festgesetzte Elite-Monster und auch random Elite-Monster. Das ist immer abhängig davon. Aber der wird immer wahrscheinlich ein Elite sein. Das ist Castle einfach. Und diese Wolkenwand, das ist halt auch so nice, ne? Ha! Ich will mehr. Ich will voll erkunden alles. Also mache ich ja schon. Also. Und das erinnert mich ein bisschen an Erythsea, ne? Diese Farben, diese Blumen. Klar, die gab es da nicht, aber das erinnert mich so ein bisschen daran. So, wir sollten mal auf die Gebietsliste gucken. Wo sind wir denn? Ja, okay, da unten war ein Encounter. Da konnten wir nicht hin. Das ist alles Höhlen und obere Region. Oh, hier haben wir noch was. Oh, lol. Da gab es noch was. Da müssen wir mal einen Marker setzen. Das müsste ich mal echt weiter erkunden. Ja, hier gab es natürlich noch alles. Ne? Hier sollten wir eigentlich auch hingehen. Wir sind jetzt natürlich komplett woanders lang gelatscht. Aber wir latschen. Ich latsche jetzt einfach mal weiter am Rand entlang. Weil ich jetzt einfach in diesem Erkundungsmodus bin. Oh, und da sieht man nochmal schön McConnes Hand. Ah, cool. Oh Gott. Alter, habe ich mich erschrocken. Vor diesem Geräusch. Boah. Ja, da ist ein Container gelandet, alles klar. Judging by the trajectory, it must have landed nearby. Ja, ich weiß, aber Alter, hat mich das Geräusch erschreckt. Boah. We can't leave it like this. Das war so... Oh, das ist ein Wrack? Oh, ist das das Wrack, was wir aus den Infos gesnackt haben? Es sollte ja ein Wrack so in der Wüste sein oder so. Ja, nice. Hier ist tatsächlich dann Adlerschwinge. Ja, hier ist schon wieder dieses blöde Viech, was mir jetzt meine Erkundung hier zerstört. Ist ein verrottetes Wrack. Alles klar. Die sind ein bisschen stark, glaube ich. Falls ich alle... Ja, Level 35. Ja. Stufe 68! Was bist du denn? Ein Scorpo. Sag mal, kann ich mir das... Drehst du dich auch weg von der Hülle? Und kann ich mir die Hülle snacken? Nee, kann ich mir nicht snacken. Ich glaube nicht, dass der uns da vorbeilässt. Ja. Oh, wir sind tot. Ja. Toti, toti. Oh nein. Oh nein, wir müssen jetzt... Das hat nicht so funktioniert. Ja, gut.
dachte, dass sie da hinten beim Verwandlungswrack einen Reisepunkt hätten, aber das ist nicht. Das ist nur eine Mission gewesen. Ah, damn it. Na, dann gehen wir halt den anderen Weg. Also andersrum. Oh, hier ist ein Lager. Alles klar. Ja, Teabreak ist gut. Ich erkunde noch ein bisschen die Map. So. Dann setzen wir uns hier dran. Und machen das Level up. Besprechen? Nichts. Stufen steigern? Gucken? Zwei Stufen nach oben. Sehr gut. Sehr gut. Juwelen schmieden, ja. Wir hatten noch keine grünen Juwelen, das sollten wir mal ändern. Wir können nicht mal das Level 1 machen, aber das Level 2. Looks good to me. Come on, I wanna use it quick. Okay, das 2 können wir nicht machen. Ich crafte die einfach mal. Das kann ich auch noch nicht craften, leider. Ah, hier fehlen zwei Sachen. Und auch noch zwei. Schade, hier kann ich noch nichts von craften. Das ist auch nur die erste Stufe, aber ist egal. Okay, dann haben wir schon mal die gecraftet. Ich glaube, die hier unten hatten wir auch noch nicht. Okay, dann haben wir schon mal ein paar neue Juwelen. Damit wir das bei den Lady hier einsetzen können. Und bei dem einen, Tyon. Kochen. Ja, kochen wäre nicht schlecht. So, wir können hier, was ist das? Höhere EP, Gold und Beute, EP. Ne, wir brauchen kein Gold. Also, ich glaube, wir haben... Kostet aber immer eine Silbermünze, ne? Ach nee, weil ich die Materialien ja habe. Okay. So, speichern einmal. It's good to keep a record. Kleidung waschen. There we go. Nice and clean. Ah, schön. Sehr gut. Level 23 sind wir. Sehr, sehr schön. Jetzt sind diese Gegner auch nicht mehr gelb. Keeves Blocker. Ja, die müssen wir ja nicht unbedingt angreifen. Der kotzt da wieder sein Fleisch aus. Ich geh mal einfach hier drum herum. Für die Flöte hier zu spielen. Zack. I know it's grim, but it needs doing. Sieht irgendwie nice aus. I should write this all down. Du willst das alles aufschreiben? Und dann die Items. Hab sie noch. Hehe. Oh, hier sind wieder diese Fluffy-Viecher. So. Sollte natürlich genau gucken. Da ist natürlich noch der Container, den wir wollten. Ah, hier hoch können wir wieder nicht. Sandstrom. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall bestätigt, dass es weißer Sand ist. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich von oben mal runter irgendwann. Ja, da ist auch... Boah, vielleicht können wir es auch die Steine schaffen. Ne. Nö. Aber okay, finde ich gut, dass es auch manchmal so minimale Gebietsrestriktionen gibt. Finde ich gut. Aber es sollte halt nicht so oft auftauchen. Greifensitz. Höhle. Rätselgrotte. Ja, sollen wir jetzt da reingehen? Ja, wir haben ja den Reisepunkt, ne? Auf jeden Fall hier reingehen. Die Viecher tun uns ja nichts. Sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Ich mag die Höhlenmusik. Oh, Spinnen.
Was ist das? Das ist doch für Ouroboros, oder? Seltsame Geräte. Manche Türen sind mit seltsamen Geräten versehen und öffnen sich nur, wenn du die richtigen darin enthaltenen Rätselvorrichtungen lösen kannst. Nutze L und R, um das linke oder rechte Auge der Vorrichtung zu drehen. Ziel des Rätsels ist, dass es in jedem grünen Kreis eine rote Scheibe landet. Ach so, ja, okay, das ist ja easy. Ja, wir können mal gegen die Spinne kämpfen, wenn die uns bis hierhin verfolgt. Nein, okay. Tut sie nicht, dann let's go. Seltsames Gerät. Das ist doch ein geiles Thumbnail eigentlich auch. Aber was ist das? Das sieht aus wie aus Xenoblade X, diese Kommando in der Kommandozentrale, diese Karte auf dem Tisch. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ja hochtechnisiert auch hier. Okay, wir starten einfach mal. Es gibt ja auch nichts zu den Vorfahren oder so, ne? Das redet. What the fuck? Okay. Was war das denn jetzt? Das war ja mega einfach eigentlich. Also, das war ja kein Rätsel. Ich vermeide mal die Konfro mit denen. Okay, zwei Wege. Ah, da ist ein Ätherkanal. Ja, den Ätherkanal holen wir uns natürlich. Okay, da ist irgendwie da was am Kämpfen. Natürlich. Den müssen wir wahrscheinlich besiegen. Es sei denn, wir können uns vorbei schleichen. Richtig Damage. Ja. Sehr gut. Ich wollte gerade den Siegesansturm anmachen. Schade. Schade, habe ich leider nicht gesehen. Ich wollte mal sehen, was die Ulti von den anderen ist. Klar, wir brauchen die Ätherzylinder jetzt nicht, aber wir haben jetzt mal wieder einen Kampf gehabt. Ne? Ein Elite-Monster, was auch noch stärker war. Wir haben es besiegt. Klar, nur mit Ouroboros, aber dafür ist es ja da, ne? Und ja, wir haben ja EP-Bonus auch. Deswegen passt das. Alter, wer ist denn da am Fighten? Was ist das denn jetzt? Ah, eine Hülle. Eine kleine süße. Oh nein, wir müssen die besiegen. Wir müssen die besiegen. Oh nö. Und sonst kommen wir hier nicht raus. Alter. Shall we deal with this? You're dealing with me. Great work, Senna. Yeah.
Nice. Heilung. Nochmal einmal healen. Elite-Monster, ne? Okay, einen haben wir down. Ja, komm, zeig mal. Nein, jetzt sehen wir es doch nicht mehr. Oh, cool. Wir haben es doch noch gesehen. Nice. Ja, sehr gut. Rank up. Sehr gut. Okay, wir haben einen Battle geschafft. Das geforced wurde. Ich hoffe, das wird auch belohnt. Okay, die Viecher müssen wir halt nicht besiegen hier. Okay, wir haben aber mehrere Möglichkeiten. Wir haben hier einen Weg und da hinten einen Weg. Was könnte so ein Kreis werden? Oder wir kommen jetzt an diesen Höhlenpoint raus. Ja, hier ist nochmal so ein Rätsel. Alter, wie viele Rätsel? Ah ja. Easy. Das war ja einfach. Oh, ich glaube, das ist unser erster Geheimpunkt. Oder? Komm schon. Ja, das sieht so aus. Garten des Weisen. Ist gar nichts. Das ist nur ein normaler Ort. Als Ort. Aber da ist eine Tür. Wo zum Henker sind wir? Ah, das ist die Tür tatsächlich zu dem Wasserfall da. Karten des Weisen. Boah, hier wird ein fetter Battle mal sein. Hier wird irgendwann mal so ein riesiges Vieh einfach stehen. Reisepunkt, Domizil des Weisen. Always nice to have more friends. Ja, warte, bevor ich mit denen rede, hole ich mir erstmal den Container. Jetzt sind wir hier oben. Nice. Ich glaube, man musste aber, musste man nicht hier runterfallen, damit man auch auf einer anderen Ebene landet?
Ah, das ist die Ebene unter uns einfach, ne? Ja, da ist noch ein älterer Kanal, genau. Nice! Du bist Ziel des Weisen. Nu? Typ dort drüben, bitte Gedanken äußern. Was? Worum geht's? Freunde sind doch in Genuss von Meisterwerken von Budel gekommen. Müssen jetzt sagen, wie sie fanden. Meisterwerken meinst du diese riesigen Rätselmaschinen, die die Türen auf dem Weg hierher geöffnet haben? So ist es also. Haben Freunde genossen? Hast du sie gedauert, damit die Leute Spaß haben? Exakt dafür hat Budel gemacht. Budel will, dass Leute auf ganzer Welt in Genuss kommen von aufregenden Momenten voller Entzücken. Ja, als aufregend könnte man das wohl auch bezeichnen, schätze ich. Aufregung ist wichtigster Aspekt, aber Budel weiß von Freunden, erlebte Methode ist noch nicht zufriedenstellend. Budel wird kitzelnäher Freunden noch mehr spannende Erfahrungen verschaffen. Budel hat Nopermünzen überall auf Welt versteckt. Budel will, dass Freunde losstiefeln, um Münzen zurückzuholen. Besonders sogar Hinweis auf Verstecke raus. Befinden sich an alle an äußerst aufregenden Orten. Budel hat natürlich auch Belohnung für Finder vorbereitet. Zuerst sollen Freunde 15 Nopermünzen anschleppen und bitte hinter Ohren schreiben, wo Budel will Silbermünzen. Okay, die haben wir. Always nice to have more friends. Also, die haben wir schon. Oh, Freunde haben Münzen schon gefunden. Gerade sind Flügel von Budel super schmuddelig. Nopermünzen würden bei Anfassen mit Sand bedreckt. Bitte Nopermünzen einfach Sikuku geben. Sikuku wird Freunde fürstlich belohnen. Nice. Ich rede nochmal mit dir. So, krieg ich nochmal Erfahrung. Chefin Bubudel hat Sikuku auf neuesten Stand gebracht. Sikuku übernimmt als oberster Sekretär als alle Nopernmünz andere Pflichten von vielbeschäftigter Chefin. Freunde wissen ja sicher, gibt silberne und goldene Nopernmünzen. Freunde können Nopernmünzen gegen Belohnung einlösen. Sikuku hat auch schon Belohnungen vorbereitet, also wenn soweit, dann bitte Bescheid geben. Ja, ich kann dir die geben. Hier sind wählbare Belohnungen. Ah. Im Wasser werden Techniken um 25% schneller aufgeladen. Ach du Kacke. Heiltechniken werden um 25% schneller aufgeladen. 10% Kraftaufnahme, wenn ein feindlicher Angriff ausgewichen wird. Bei Unterangriff reduziert. Boah, das sind krasse Dinger, glaube ich. Vergrößert den Wirkungsbereich von Flächenangriffen. Was? 10% Chance bei Techniknutzung. Aufladung zu behalten. Bei Folgen wird eine zufällige Technik aufgeladen. 15 Goldmünzen. Steigen die TP um 10. Das ist ja nicht so geil eigentlich. Also TP sind ja Trefferpunkte. 10 ist ja nichts. Oder? Ach nee, die TP sind die Dinger. Ja, ja, okay. 10% Chance, tödlichen Treffer mit 1 KP plus 5 Sekunden Unbesiegbarkeit zu überleben. 100%? Einmal pro Kampf. Auch Nicht-Heiler können Mitstreitern aufhelfen. Was? Okay, das ist ja krass. Wenn dein Healer down ist, kannst du die einfach selber. Müssen wir denn was tauschen? Freunde wollen nichts eintauschen. Wenn Freunde mehr Nopernmünzen brauchen, dann am besten Ausschau halten nach Container mit Nopern-Symbol. Aber ich muss bei dem jetzt was tauschen. Ja, ich muss dann die nehmen, weil die am billigsten ist, ne? Ja, okay. So. Basikuku grüßt uns vor Genügen. Chefin Budel ist so überglücklich, seitdem Freunde angekommen sind. Bevor Freunde gehen, bitte bei Chefin vorbei. Ja, ich wollte das wegen der Mission Abschluss haben. Haben Freunde spannende Abenteuer draußen erlebt? Könnte man so sagen. Ho, Budel freut zu hören. Budel erinnert an Kitzelner von ersten Mal, als Budel Nopernmünze gefunden hat. Hat tagelang gegrinst. Budel will Freunden solche Freude weitergeben. Budel hat mehr Nopernmünzen versteckt, als Freunde vorstellen können. Freunde müssen ganz Ionis mit viel Aufregung durchsuchen. Natürlich werden Freunde dabei weiterhin belohnt. Was für Belohnung wollen Freunde wissen? Sikuku wird Antwort nennen. Jetzt bitte abhauen, um noch mehr spannenden Spaß zu haben. Abgeschlossen. Ja, ich habe das gekauft, damit wir die Mission Abschluss haben. Ja. Wir kriegen sogar nochmal 4 Nopernmünzen zurück. Ah, yeah. Ja, siehste. Und nochmal 500 Ruf. Ja, das hat sich ja mega gelohnt. Also wir haben quasi nur 11 Münzen eingesetzt. Ja, ist ja mega gut. Okay, es gab aber noch einen zweiten Way. Es gab ja 2 Wege. Den einen anderen Weg würde ich jetzt gerne noch tryen. And we gonna try. Siehst du, da ist noch ein zweiter. Da ist nur ein Container drin, okay.
Ein Container. Wahrscheinlich ist da wieder so ein Elite-Viech. Natürlich. Ciao. Oder ist hinter noch ein anderer Weg? Nee, ist nur eine Höhle. Mit dem Container, ja. Und Gegner natürlich. Ciao. Und jetzt schnell sein. Weil dadurch, dass die jetzt resetten, haben wir die Möglichkeit, den Container zu öffnen. Ich weiß, es ist ein bisschen cheaten, aber funktioniert. Ja. Aber wir haben den Container, deswegen hauen wir ab. Tschüss. So. Dann müssten wir noch mal. Nein, nicht Navigation, Gebietsliste. Gott. Das ist ein bisschen angenehmer. Ich kann leider nicht zu dem Reisepunkt da hinten reisen. Dann gehen wir nochmal so einfach dahin. Weil da unten war ja noch ein Ätherkanal und noch ein Flötenspiel. Die könnten wir uns noch abholen. Das ist echt lustig, diese Gerätschaften hier. Das ist eigentlich komplette Materialverschwendung eigentlich, aber hey, die haben anscheinend keine Materialprobleme. Und das wird doch irgendwann ein Battle werden hier, ne? Das kann ich mir so gut vorstellen einfach. Und auch die Musik, die hier ist, ne? Was ist da? Das ist ein großes Viech. Ach so, nur Stufe 55, ja, okay. Geht ja noch. Was passiert, wenn man ins Wasser fällt? Okay, nichts. Das ist gut. So. Ah, es ist gerade Sandsturm. Ja, die Höhle hat länger gedauert als erwartet. Also ich hätte gedacht, dass wir einfach da durchlatschen und easy peasy. Aber er hat viel, viel länger gedauert. Ja, also, nochmal Gebietsliste. Ja, wir haben die Höhle gemacht, das war sehr, sehr nice. Wir sind hier reingegangen, ne? Ja, da war die Höhle. Irgendwo hier. Und ja, dann sind wir irgendwie hier so durch das ganze Ding gelatscht und dann sind wir irgendwann hier angekommen. War schon sehr nice. Aber eigentlich wollte ich dieses ganze Gebiet hier erkundet haben. Weil ich wette, dass wir dann hier auskommen. Das könnte alles connected sein hier. Dass wir dann auch langsam hier oben auf das Plateau kommen. Was war das hier? Ach, das Wüstenfaunus, ja. Ja, da können wir dann nächstes Mal weitermachen. Wir haben ja hier das Lager. Aua. Hallo? Jetzt. Guck mal, ob wir noch ein Level-Up machen können. Ja. Sehr schön. Definitely feel stronger. 25 oder 24, ich weiß jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir ein Level abgekommen. I'm all refreshed and ready to take on the world. Ja, 24, nice. Cool. Dann. Ach, er hat jetzt den Container. Aber das machen wir später. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.